Weil es für mich ganz persönlich der Kinostart 2015 ist, weil er mich bei wirklich tollen Kindheitserinnerungen wieder abholt, gibt es jetzt hier unkommentiert die Featurette zu Jurassic World. Welcome to Jurassic Park. Als ich den ersten Jurassic Park sah, war ich hin und weg. Als wäre das Kino vor meinen Augen neu erfunden worden. Ich dachte nur, oh Mann, ich will in diesem Film mitspielen. Ich will in den Jurassic Park. Wegen solcher Filme will man Filmemacher werden, Geschichtenerzähler, Schauspieler. Der Film war ein Durchbruch. Durch den Einsatz computergenerierter Bilder wurden Dinosaurier zum Leben erweckt. Das war außergewöhnlich. Als ich ihn zum ersten Mal sah, war das furchterregend. Und er ist es noch. Ich habe eine ganz spezielle Erinnerung an Jurassic Park. Es war der letzte Schultag und damit verbunden dieses Gefühl, alleine im Kino an den Ort zu reisen, wohin einen Jurassic Park transportierte. Nun Jurassic World zu sehen, ist so, als sei Jurassic Park Wirklichkeit geworden. Es gibt jetzt einen echten Dinosaurier-Themenpark, den täglich 20.000 Leute besuchen. Jedes Mal, wenn wir eine neue Attraktion präsentiert haben, stiegen die Besucherzahlen. Das war der Hammer! Wir schlagen den Weg des Originals ein. Kein Film hat sich das jemals getraut. Hierher sehen? Gut. Die Firma ist der Ansicht, Genmodifikation erhöht den Wow-Faktor. Sie sollte größer sein als der T-Rex. Sie haben einfach einen neuen Dinosaurier erschaffen? Keine gute Idee. Was ist mit Ihrer Schwester passiert? Sie hat sie gefressen. Eins der Produkte ist ausgebrochen! Cut! That was really good! Hier zu sein und Jurassic World zu drehen ist irgendwie verrückt, aber auch sehr bewegend. Es gibt immer wieder Momente, da sehen wir uns gegenseitig an und sagen, was machen wir hier eigentlich? Das ist irre. Es macht so viel Spaß, wisst ihr das? So als hätten wir uns auf eine Party geschlichen. Alle entdeckten irgendwann das kleine Kind in sich wieder. Es gibt eine Menge Überraschungen in Jurassic World und ich hatte vollstes Vertrauen in das, was unser Regisseur Colin zustande bringt. Jurassic World, ab 11. Juni überall im Kino.